Treffen brannte es im Erdgeschoss eines Sechsfamilienhauses. Durch den Brand war der Treppenraum total verqualmt, bis in die Wohnungen war der Qualm bereits gezogen. Und auf der rückwärtigen Seite befanden sich mehrere Personen auf dem Balkon und eine Person war aus dem Dachgeschossfenster geklettert und befand sich auf dem Dach. Es wurden sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet, indem auf der rückwärtigen Seite ein Sprungpolster vorgenommen wurde und mehrere Trupps begaben sich durch den verrauchten Treppenraum im Bereich mit Fluchtmasken, um die Person aus der Wohnung zu retten. Ja, wir hatten Sprechkontakt zu der Person auf dem Dach. Die Dramatik dieses Einsatzes war, dass wir rückwärtig keine Drehleiter in Stellung bringen konnten, sondern die Trupps, wie schon vorher geschildert, nur durch den Treppenraum die Person retten konnten. Da die Einsatzstelle rückwärtig durch die einzelnen Häuser, durch Mauern und auch Zäunen unterbrochen waren, musste der Sprungretter über Mauern gehoben werden und in dem Bereich, wo wir ihn in Stellung bringen, befanden sich noch Bäume. Es war also so dramatisch, dass wir eigentlich den Sprungretter gar nicht richtig in Stellung bringen konnten.